Willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battlegrounds oder PUBG, wie die hippen Kids sagen. Das hippe Kid an meiner Seite ist Martin. Grüß dich, Martin. Hi, Michi. Wir machen jetzt gleich mal hier ab in die Action-Schule. Okay. Die nächste Runde, sozusagen, ist es auch. Was ich markiert habe, die Schule, da springen viele ab, dann einfach mal ein bisschen Action. Okay. Und entweder ballern wir uns halt gleich durch, erledigt gleich 20 Leute oder fangen halt die nächste Runde an. Get rich or die trying. Genau. Und wir steigen jetzt aus. Oben auf dem Kompass siehst du übrigens auch die Markierung dann, ne, auf der Rose. Die gelbe, also man kann sich ganz gut immer orientieren. Und da diven wir so schräg runter, also da diesmal nicht mit dem Kinn nach oben, sondern gleich so schräg runter. Ach so. Kopf voran. Wir versuchen auf dem Dach zu landen, idealerweise. Ist das dieses große Ding da unten, unter uns? Na, warte mal. Ja, genau. Ach so. Wir versuchen auf dem Dach zu landen, idealerweise. Dann können wir nämlich gleich da eventuell Sachen einsammeln und dann und durchs Haus, durch die Schule durch. Ist das alles Dach oder ist das Parkplatz? Ne, warte mal, das hier. Graue ist alles Dach. Okay. Aber es sind halt verschiedene Dächer teilweise so. Sollen wir beide auf dem gleichen landen oder jeder auf einem? Nee, wir versuchen idealerweise immer zusammen zu bleiben jetzt. Nein. Oh, doch, geschafft. Okay. Ich bin auf dem Dach. So, gleich mal hier. Und gleich Energy Drink, Shotgun. Oh, oh. Bist du auch auf dem Dach? Ja, ich bin gerade direkt über dir. Ich muss eigentlich ein bisschen so im Kreis und dann. Okay, dann schaue ich jetzt erstmal rechts rum, was es hier so an Krempel gibt. Hier sind jetzt übrigens tendenziell Leute geschossen. Naja, hier ist halt Action. Oh, hier ist Kram. Und zwar eine P92, Munition, Verband. Pistole, was haben wir hier? Ein Helm, Munition. Hier ist eine Maschinenpistole bei mir auf dem Dach sonst. Hier habe ich eine größte Fan Dings von, aber. Oh Mann, jetzt nimm es halt. Was gibt's hier? Hier gibt's gleich einen guten Rucksack. Splittergranate. Und was haben wir hier noch? Munition und. Hast du schon eine einigermaßen vernünftige Waffe? Ich habe nur eine Pistole bisher. Dann kommen wir mit hier rüber. Auf dem anderen Dach oben liegt noch eine Maschinenpistole wenigstens. Warte mal, was liegt denn hier alles noch? Achso. Verbände. Auch nicht schlecht. Da liegt noch ein Rucksack. Nehme ich mal mit, ich hatte noch keinen. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ist das aber ganz geil. Ich habe Alt, habe ich Rennen bei mir. Ah, hier ist. Und auf Tab habe ich mein Inventar. Manchmal drücke ich dann Alt-Tab, das ist total hilfreich beim Spielen. So. Das hier ist oben liegt eine Maschinenpistole auf der rechten Seite. Ah, ja. Bei dem Kanister. Das ist sehr gut, weil 9mm habe ich auch schon jede Menge mitgenommen. Das heißt. Okay, und jetzt bleiben wir schön zusammen. Nachladen. Und gehen jetzt hier ins Gebäude rein. Warte mal, muss hier noch kurz. Stell es auf Burst oder auf. Warte mal, hab ich noch irgendwas? Schnellwechsel, Magazin, Pistole? Nee, so jetzt für ein Scheiß nochmal. Also ich das eingesammelt, okay. Ist denn 9mm schwächer als dieses 45 ACP? Ein Pistolen her oder was? Ja. Mit Pistolen fange ich echt nicht an, das ist einfach. Okay. Also rein jetzt, ne? Ja. Alright. Zusammenbleiben ein bisschen. Hier die Aula. Lass mal in die Zimmer hier. Hier hat man alle looten. Erstmal sichern oder looten wir hier jetzt noch wie wild? Oh, hier ist so wir looten erstmal. So ein verrückter Mantel. Machete. Ein bisschen drauf achten, dass wir nicht überrascht werden. Eigentlich sind mehr los. Diesmal gerade nicht. Ah, so ein gutes Sturmgewehr wäre halt mal was. Wo ich echt nicht böse wäre. Oh, hier ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Das ist immer gut. Ich übersehe auch total viel immer. Also, ich versuche schon alles mit, aber es ist wirklich so, ich übersehe total viel in dem Spiel. Das ist furchtbar. Hm. Hier ist 7,62 Munition, falls wir ein Sturmgewehr finden. Soll ich das da. Sowas sammelt man auch immer schon mal prophylaktisch auf, oder? Wenn es gut ist, sammelt man Sachen schon auf. Ich bin auch nicht mal ganz sicher, was gut ist. Ich bin jetzt auch nicht der Super-Profi. So. Wenn man einen Rucksack genug Kapazität hat, sammelt erstmal auf und dann kann man noch wegschmeißen. Hier ist ein Helm, habe ich noch nicht. Da kracht's. Ach, das ist die rote Zone, oder? Ja, genau. Von Bademeur. Hier sind noch mehr Rucksäcke. Die hat ihre Schultaschen hier gelassen. Oh, schau mal, hier ist eine AKM. Die nehme ich jetzt mal. Oh, das ist gut. AKM ist gut. Mit jeder Menge Munition. Und schau mal, hier ist ein guter Rucksack. Ein Rucksack Stufe 3 bei mir. Okay, brauchst du den selber, oder? Nö, ich habe selber schon einen. Okay.
Das habe ich. Also ich brauche noch eine Weste, ein gutes Sturmgewehr. Die Maschinenpistole ist für den Nahkampf jetzt nicht so schlecht. Was heißt denn SR? Ach so, das ist für Scout Rifle dann wahrscheinlich. Erweitertes Magazin S. Ach, da steht immer dabei, für was das ist. M24. Ja, hier okay. Kannst du auch so Mouse Over machen und dann steht da. Schau mal, hier ist eine SKS. Oh, das sage ich doch über sie alles. Aber dann kann ich das ist die Autoshotgun. Dann kann ich dir das hier geben, weil ich glaube, das ist dafür gedacht. Bin mir nicht sicher, das mal hingelegt. Schau mal, die Autoshotgun? Nee, die SKS. Quatsch, die SKS ist die. Mach ich das hier so. Ist ein Holo-Visier und ein Helm Stufe 1. Ach, ich will keine Munition für das SKS. Hier ist nochmal 9mm. Und hier, was liegt hier noch rum? 7,62. Hast du 7,62? Hier liegt auch noch eine AKM. Munition? Ja. Hier liegt auch noch eine AKM, wenn du eine willst, aber. Ja, das SKS ist eigentlich relativ gut. Das AKM ist, glaube ich, besser. Nehme ich mal das AKM mit. Das AKM hat aber auch. Stopp. Die Sache ist halt, dass wir jetzt halt beide 7,62. Munition verschießen. Ja. Oh, hier sind fingerlose Handschuhe. Hier wird schon geschossen. Wäre ein Problem wahrscheinlich, wenn wir lang genug leben, dass uns die Munition ausgeht. Das ist so oft dann gar nicht der Fall. Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Schrumpf aus? Wir sind in der Zone drin. Wie in jeder guten Schule. So, kann jetzt nochmal... Sind wir jetzt schon unten? Hier ist. Oh, hier kommen welche. Nee, doch nicht. Puh, das war nichts, vergiss es. Sanne. Mein Herz, ey. Hier ist nochmal eine Pistole. Ist aber nix. Oh, schau mal, hier ist ein Crossbow. Kannst du damit umgehen? Nope. Nicht, das kann man schon, aber. Ich kann auch gewaltig schief gehen. Halt, ich frage mich, ob ich. Brauche ich eine UMP? Wobei. Brauche ich eine UMP und eine AK? Dann nehme ich jetzt aus Scheiß mal den Crossbow mit. Verkehrt ist das nicht, gerade zum Waffenwechsel, wenn du gerade echt geschossen hast und dann die Waffe wechseln willst, mir vorhin das Leben gerettet gegen den. Ja, dann vielleicht lieber nicht. Dann lasse ich das mal hier. Man kann auf mittlere, kurze Distanz, das ist wirklich nicht schlecht, da kannst du ganz schön was rausfordern mit den Maschinenpistolen teilweise. Dann stelle ich jetzt die mal auf Auto und das andere auf Single Shot, dass ich, falls ich überrascht werde. Bist du noch, Ich bin hier mit dir im Erdgeschoss im Rumlupen. Dann gucke ich jetzt hier mal noch den hinteren Teil. Vom Erdgeschoss an, ob da noch was Tolles liegt. So, hier ist nochmal. Ich habe ein bisschen 7,62 mm Munition. Ja, nimm mal mit. Ich muss jetzt mal langsam darauf achten, dass wir halt nicht, wie gesagt, dass überrascht werden, dass wir mehr Leute vorfallen, die das halt nicht mitbekommen und das Feuerteam uns reinläuft. Während wir halt noch getrennt sind, sollten schon zusammen sagen. Wir haben jetzt keine super Ausrüstung, aber wir haben immer ein bisschen was. Wir haben das, glaube ich, auch eine Weste, oder? Ich habe eine Weste, ja. Genau, einen Helm. Wir haben schon doch ein Sturmgewehr mit so ein Vierfachsucher wäre halt mal ganz gut für wirklich mittlere Distanzen, sowas in die Richtung. Ich würde sagen, wir machen es jetzt auf den Weg weg von der Schule. Warte mal, hier ist nochmal, was ist das hier noch? Nochmal 762, alter Latz. Wir können erstmal rauslatzen. Das Problem wird halt sein, die schießen vermutlich zurück. Hier ist auch nochmal 762 Munition. Ich bin jetzt außerhalb schon der Schule. Dann komme ich dir jetzt mal nach. Geh nochmal in den kleinen Schuppen. Okay, da liegt nochmal ordentlich Munition für die Shotgun. Was war noch was? Eine Mikro-OC. Energy Drink. Okay. Macht ein besseres Scope. War da gerade jemand? Nope. Okay. Ich würde ganz gerne hier nochmal in das Schwimmbad gucken. Jetzt bleiben wir am besten wirklich mal zusammen, dass wir halt nicht mehr alleine irgendwo in den Gegner reinrennen. Aber ich habe hier noch keinen bemerkt, außer die waren sehr wirklich sehr unauffällig. Guck mal kurz hier raus. Da hinten ist die Dings gedroppt. Die sind bescheuert. Siehst du das? Guck mal raus. Ja, aber dann die kommen Crate. Die doch gleich alle dahin. Tendenziell ja, aber wäre auch schon mal geil, eine Crate zu looten. Hier ist noch ein besserer Helm, glaube ich. Helmstufe 2. Ich würde eher sagen, wir sollten uns vielleicht erhöht irgendwo hin positionieren und versuchen, auf die zu schießen, die versuchen, die zu holen. Aber du hast auch keinen Sucher, oder? Ne, keinen guten. Nochmal 7,62 Millimeter. Nein! Millimeter Munition.
Das liegt hier noch. Ich glaube noch mehr 7er Munition. Ne, 5er. Oh, die Scar. Da wird auch geschossen schon. Ach, die AKM ist ganz gut. Die Scar ist aber auch gut. Sind beide gute Waffen. Die Scar frisst 5er Munition. Also ich behalte jetzt mal diese AKM, weil ich die schon relativ modifiziert und hochgerüstet habe. Das Auto Richtung Süden. Ich weiß nicht, ob das da schon stand. Ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das. Dieser Jeep, der war, glaube ich, vorhin schon da gestanden. Okay. Oh, ich höre wen. Bist du das? Ja. Ich glaube ja. Ich könnte auch mal hier unten raus. Ich könnte auch mal Richtung Dings schauen. Richtung, Bist du rausgelaufen? Ja, da. Ich laufe jetzt hier. Ja, jetzt kommst du mir entgegen. Ja, passend. Da hinten war die Crate. Da war das Auto da schon, oder was? Die Crate, ich dachte, der Jeep wäre schon da gestanden, als wir das erste Mal aus dem Fenster geguckt haben. Okay. Wo das Auto ist. Lass mal in die Richtung. Mal ein bisschen spannend. Richtung Crate. Wie sieht eigentlich der Shrink aus? Oh, so mittendrin, okay. Okay, müssen wir vorsichtig sein. Ein bisschen das Gelände im Auge behalten. Oh, schwierig. Offenes Feld jetzt hier. Lass mal zu der. Ah, ist alles mies hier. Wir müssen über die Straße. Ich warte mal kurz noch in den Busch hier. Okay. Ich stelle mich dann mal hinter den Baum, dann kannst du nachrücken. Ja. Also noch sehe ich nichts. Okay, ich warte hier auf dich. Was ist immer dieses rote Rauchding? Das ist auch immer nur kurz, oder? Das heißt, wenn das niemand bemerkt hat, dass das da liegt, dann sehen die das jetzt auch nicht mehr. Nicht so auffällig, ja. Komm mal nach jetzt. Komme. Ich beobachte ein bisschen die Umgebung. Ich würde sagen, vielleicht fahren wir auch mit dem Jeep vorbei. Einer bleibt im Jeep sitzen, einer lootet das, holt die wichtigen Sachen raus und dann fahren wir schnell weg. Das könnte geil sein. Das könnte ein bisschen geil sein. Dann setze ich mich in den Jeep und probiere das mal. Dann gehe ich jetzt direkt in den Jeep rein, aber der macht halt Lärm, ne? Der macht Lärm, aber trotzdem. Das müsste lohnen. Ich habe noch keinen hier gesehen in der Nähe. Wir könnten vielleicht echt... Vorder rechts. Ja, das ist in der Nähe. Okay, dann bleibt mal hier in der Nähe. Ich steig mal aus. Okay, ist schon gelootet, das Ding. Ach scheiße, okay, dann fahren wir weg, dann oder? Fahren wir mal weg hier. Schade. Wohin? Das weiß ich jetzt hier gar nicht. So ein Experte bin ich auch nicht. Ob das hier aufhört zu rauchen, wenn das praktisch jemand gelootet hat, weißt du? Ja, okay. Fahr ruhig mal Richtung Osten, wie du es jetzt gerade machst. Rechts also an der Häuser sind wir vorbei vielleicht. Noch gefährlich, wenn ich auf dem Fenster... Im Prinzip sollten wir uns einfach irgendwo mit dem Auto jetzt verstecken in so einer Senke und darauf warten, wo der nächste Shrink auftaucht. Vielleicht das Auto hier. Wollen wir hier abstellen? Dass wir hier ruhig. Ja, und wir verschanzen uns hier mal kurz. So. Sind wir jetzt und nicht warten hier einfach mal. Zu nah am Auto? Ja, man kann es vielleicht geschickter machen, das stimmt schon. So, wir müssen gucken, dass keiner von hinten kommt. Die sind jetzt halt mitten. Im Kreis hat sozusagen. Wir können natürlich auch uns überlegen, ob wir uns in die Häuser verschanzen. Ich würde vielleicht den nächsten Shrink einmal abwarten. Anderthalb Minuten noch. Ja. Wir haben halt so mittel-okayische Ausrüstung. Ne? Wir haben eine, was für Nahkampf, wir haben was für die mittlere Entfernung, wir haben ein bisschen okay Suche. Wir haben Helm und Weste, also es geht. Aber geht auch besser. Ich guck mal hier Richtung Süden, den Berg hoch so ein bisschen, dass nicht da von hinten plötzlich einer kommt. Dann gucke ich mal eher den Hang hinab. Und wenn es halt kritisch wird, haben wir das Auto in der Nähe, um halt irgendwo einfach abzuhauen. Sei es, weil der Schrumpf irgendwie blöd liegt oder weil irgendwie, weiß nicht, hier so eine Armada eintrifft. Hat mich echt gewundert, dass bei der Schule jetzt... Oh, wir sind im roten Bereich. Okay, das ist immer super, ja. Was heißt das? Ins Auto und weg? Vielleicht keine schlechte Idee. Ist halt tendenziell gefährlich, ne? Wenn du halt blöd von einer Bombe getroffen bist, war es das halt. Ja. Komm ab hier. So. Da ruft sich im Osten da einfach. Also ruft sich von erstmal raus. Ist wieder kein Verband. Gegen habe ich nicht gar keine von. Da vorne ist so eine Häusersiedlung. Sollen wir da nochmal ranfahren? Ja, mach das ruhig mal. Ich frage auch nicht, ob ich hier die Türen offen sind oder nicht. Hier aussteigen. Oder hier noch ein bisschen näher ran. Doch, durch das Auto mal näher ran. Lass durch den Zaun fahren. Nicht durch den verstärkten Teil.
wir. Lass uns zusammenbleiben, dass jemand im Haus wartet. Ist ready? Ja. Jetzt geht. Okay, um die Tür mitzumachen. Was liegt hier für Zeug? Nochmal mehr Munition, ey. Ja, nichts Wichtiges bisher. Ein guter Sucher wäre halt echt mal was, also wenn wir uns irgendwo verschanzen mit einem Vierfachsuch oder so. Sieht das schon mal ganz anders aus, die Welt. Hä, das ist aber lächerlich viel Loot. Droppt das wirklich so? Was? So viel Kram auf einmal? Ja, ist aber nichts Tolles. Ich habe eine Gasmaske. Und über meine Punkbrille kann ich eine neue Punkbrille anziehen. Machst du gerade Türen auf, ja, oder? Ja, ich bin hier oben, wir sind jetzt zweit im Haus. Ich würde mich sehr überraschen, wenn ich ihn übersehen hätte. Ich komme mal zu dir hoch. Ja, hier ist aber nichts mehr. Nur noch Scheiß. Na toll, jetzt haben wir uns extra gesagt, wir gehen zu der Action-Schule hin, wo nur die Action abgeht. Und was war? Keine Action. Können wir ja nichts für. Wir wollten hier den Leuten was bieten. Wir haben uns ja wohl wirklich Mühe gegeben. Ich meine... Können wir in anderen Häuser nochmal reinschauen? Ja. Ich warte mal hier unten auf dich. Ich komme runter. Komisch, ne? Irgendwie allgemein sind die Runden... Das ist noch was in der roten Zone, aber wir können doch schnell rüberlaufen, das andere Haus. Jetzt von der Bombe getroffen. Sobald man im Haus drin ist, ist man sicher, oder was? Ziemlich, soll man nicht zu nah an dem Fenster stehen, vielleicht. Habe ich echt Body Armor? Polizeiweste Stufe 1. Mündungsfeuerdämpfer, was macht das? Ich weiß es manchmal echt nicht genau. Beseitigt Mündungsfeuer und reduziert horizontalen Rückstoß. Aha. Ja, siehst du. Hier oben ist nichts. Können wir noch in das nächste Haus? Ich würde es kurz warten, bevor es hier einschlägt, oder? Ja, was wir auch machen. Ach, ich renne eben rüber. Ah! bin mir echt nicht so sicher, ob das... Ich warte das kurz ab, glaube ich. Ah. Waren wir in dem Haus schon? Nee. Oh, wir müssen weiter. Dann nehmen wir am besten das Auto. Oh, wow, jetzt auch schon ein paar Fenster zerhauen, hast du gehört? Mhm. Machst du das Auto nicht kaputt? Ja, wenn nicht, haben wir es ein Stück weit zu laufen. Da, hat aufgehört. Polizeiweste 2 habe ich jetzt. Sehr schön. Doch, ne. Ich komme zu dir rüber, ins Haus rein. Hier ist nichts. Können weiter. Ja? Ja. Dann fahren wir. Auto scheint noch ganz zu sein. Hervorragend. Ich muss mal kurz umschauen, dass hier keiner in der Nähe ist. Und immer mal kurz einen Blick. Wo ist das denn? Wir sind hier. Da ist die rote Zone. Da wollen wir die Schule, müssen wir zurück wieder. Das Flugzeug kam so von Süden. Über die Militärbasis. What does it mean? Ja, oder wir nehmen halt. Wir gehen laufen einfach rüber. Wir haben ja genug Zeit noch. Um anderthalb Minuten. Ach, wir nehmen das Auto und fahren ein bisschen in die Richtung. Das ist schon nicht so schlecht. Man kann sich aus dem Fenster auch rauslehnen. Ja. Das ist ja verrückt. Sieht geil aus. Oh, so. Da kommt das aber hier Bombardement, da fahre ich außen rum. Hat auch gehört. Das ist wie so ein Regenschauer. Oh, das bombt gar nicht mehr. Sonnig mit gelegentlichen Bombenschauern. Jetzt vielleicht, dass wir hier tatsächlich jetzt mal absteigen. Das kündigt uns ja an. Und jetzt dann vom versuchen dann auf dem Hügel uns vielleicht zu verschanzen. Bisschen zusammenbleiben und immer von Baum zu Baum. Jetzt gehen wir wieder auf 100%. Ich werfe mir jetzt mal eben, wie viel Red Bull habe ich denn? 4. Ich trinke mal eben einen. Bist du verletzt? Ja, vorhin, als ich aus dem Auto mal doof ausgestiegen bin. Wie die ganzen Helden halt ihre Verletzungen holen. Aua, mein Fuß. Und dann halt mal halt langsam wieder hoch, so ein bisschen. Und wenn wir uns an der Zielfläche verschanzen, am Rand des neuen Shrinks, dann kommen halt viele aus dem blauen Bereich halt hinter uns. Dann können wir die praktisch, wenn wir den Berg hochkommen, wegseppen. So hier okay. Bei den Felsen.
kann sich einer den Berg so ein bisschen runter gucken und einer guckt nach vorne, dass wir da keinen Stress haben. Dann setze ich mich aber eher hier irgendwie. Oh, da ist einer, da ist einer. Süden, direkt vor uns. Siehst du den? Nee, wo? Zwei direkt vor uns. Pass auf, Süden, direkt vor uns. Da kommt ein Auto. Auto von. Hinlegen. Ja, ich lieg schon. Und dann schießen die jetzt aufeinander, oder? Wahrscheinlich, wenn die Auto war recht auffällig. Wo bist du denn? Bist du bei den Felsen? Dann bleib da mal. Der fährt direkt westlich von uns vorbei. Und da waren zwei Leute, die sind den Berg lang. Die schießen aufeinander jetzt. Ja, ausgenockt. Sollen wir die dann mal ableiten, die da noch über sind? Wenn die jetzt looten, jetzt komm mal leise, geschlichen, die werden jetzt looten. Und ich glaub, da siehst du den einen am Haus? Ich sehe noch nichts. Au. Oh, jetzt sehe ich einen. Ich gehe noch ein bisschen näher ran, dass ich vielleicht ein besseres Schussfeld habe. Oh, da ist einer an dem Haus, an dem gelben. Ich versuche mal rechts rum zu circlen. Dann gehen die Zangen. Oh, ich werde beschossen von. Der Mann hat mich geschossen. Au! Ich habe einen getroffen. Bist du hin oder was? Ich bin noch nicht tot. Ich komme zu dir gekrochen. Ich weiß nicht, wie du. Einen habe ich. Aufstellen. Bin ich ganz sicher, von wo der mich beschossen hat, ehrlich gesagt. Der Shrink kommt. Stell mich jetzt mal schnell wieder auf, wenn es geht. Mit welcher Taste? Mit E oder was? Oh, der ist bis an den Rand gegangen. Es geht alles. Mit F ganz normal. Scheiße. Hast du eine Aua, da kommt einer. Fuck. Okay, gehen. Der wird mich jetzt ausschalten. Die Sau. Kann ich dich nicht im Liegen? Oh, fuck. Dann rette dich. Der kam. Ich nehme jetzt noch kurz den Erste-Hilfe-Koffer. Ich hab den gesehen, der lag da ja. an der Dings. Oh fuck, kommt der Shrink? Nee, er ist noch 2,5 Minuten. Alles nicht so crazy. Aber ich hab ihn gerade gesehen, glaube ich. Ich glaube, der liegt da. Die Sau. Im Haus ist jemand. Jetzt ja. Kommt einer raus. Ach scheiße, ich hab in die Erde geschossen, ich Idiot. Der links einer auf dem Berg. Ja, ich sehe es. Aber relativ weit weg, der zoomt aber jetzt auf dich. Da sind zwei. Zwei sind auf dem Berg, ja, die schießen aufeinander. Die merken sich, warte mal, mach nichts. Alter Falter. Wie ist das los? Der Schwung ist nicht besonders groß, ne? Soll ich denn auf die mal feuern? Ist zu weit, oder? Ja, die bewegen sich jetzt auch langsam in die Richtung. Pass auf, dass sie dich nicht sehen. Bleib mal hier. Nein, jetzt sehen sie dich. Fuck. Ich hätte im Schatten bleiben sollen, ne? Ja. Das hat man dann wahrscheinlich zu doll gesehen, dass ich dann die Sonne fuck. Na, wenn die einen guten Scope hatten. Ja, wir hatten ja gar keinen Scope. Und keine Chance. Kann man denn, während man liegt, einen anderen nicht wieder aufstellen? Es geht nicht, oder? Oder wäre das gegangen? Ich glaube nicht. Weil ich bin nämlich, ich glaube, das war das, warum die mich vorhin dann so beschossen haben und dich fertig gemacht haben, weil ich aufstehen musste. Naja. Ja. Better luck next time. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.